Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nicole und ich präsentiere dir heute meinen neuen Yogakurs 50+. Komm in einen Sitz deiner Wahl und atme tief ein und aus. Beim Ausatmen kannst du dir sagen, loslassen. Loslassen. Bring nun einatmend die Arme nach oben und ausatmend wieder vor dein Herz. Dein Kopf schaut den Armen hinterher. Atme tief. Noch ein letztes Mal. Und dann öffne jetzt die Arme und klappe deine Finger ein und streck die Daumen aus, sie zeigen zueinander. Nun komm in den Feueratem, das schnelle Atmen durch die Nase. Reinigt deinen Körper, befreit ihn körperlich und mental von Schlacken und Giftstoffen. Und regt das Verdauungsfeuer. Atme stoßweise, entweder langsam oder schnell durch die Nase. Genieße den Prozess der Reinigung. Konzentriere dich dabei. Atme nun ein, bring die Daumen zusammen und streck die Finger aus. Mit dem Ausatmen bring die Arme jetzt nach unten und dreh dich. Einatmend komm wieder hoch und wechsel die Seite. Atme durch den Mund aus, einatmen länger, ausatmen. Dann bring die Arme wieder zusammen und führe sie über die Seite nach unten. Gib dir einen Moment zum Nachspüren und komme dann in den Langsitz. Du kannst die Übung ohne oder mit Kissen unter deinen Knien ausführen, so wie die Beweglichkeit des Beckens es hergibt. Dein Becken rollt jetzt nach hinten und nach vorne. Deine Hände sind gefaustet, die Daumen zeigen nach oben. Ausatmen vor, ein, zurück. Langsam oder zügig. Das reinigt die Nieren und hilft dir, Stresshormone abzubauen. Und nun komm nach vorne in die Vorbeuge. Es ist auch die Lebensnervdehnung und hilft dir, zur Ruhe und Entspannung zu kommen. Dann komm wieder zurück in den Sitz, bring die Hände neben dein Becken und kannst die Hände lang lassen oder fausten und dann heb das Becken und wenn du noch ein bisschen mehr machen willst, heb die Beine. Deine Untermieter werden sich freuen. Einatmen, heben, ausatmen, wirklich plumpsen lassen. Diese Übung beruhigt dein Nervensystem und aktiviert die Nieren. Nun bring die Hände hinter deinen Rücken, entweder Fingerspitzen zu dir oder weg von dir, so wie du gerne stützt. Stell ein Bein auf, heb das Becken, Kopf entweder nach vorne oder weit nach hinten. Keine Mittelhaltung bitte, entweder weit nach hinten oder weit nach vorne. Tiefe Atemzüge. Und leg deinen Fuß an das ausgestreckte Bein und dreh dich von der Wirbelsäule her nach hinten. Dein Hals ist lang und du sitzt auf beiden Gesäßhälften, sodass die Wirbelsäule mittig ist. Komm wieder zurück. Vielleicht magst du die Hände jetzt anders stützen oder bleibst bei der alten Variation. Heb das Becken weit nach oben, Kopf wie gehabt und tiefe Atem. Tief ein und aus. Heb
den Kopf wieder zurück, setz dein Gesäß ab und lass das Bein nach außen fallen. Gönn dir wieder Aufrichtung in der Wirbelsäule. Schau, dass du auf beiden Gesäßhälften sitzt und in einen tiefen Ein- und Ausatmen kommst. Und komm wieder zurück und wechsel in den Stütz, die Katze. In der Katze beginne die Wirbelsäule zu runden und zu strecken. Du beginnst vom Becken, wirst rund und wirst Wirbel für Wirbel wieder lang. Entweder langsam oder zügig, je nachdem, wonach dir heute ist. Dann bleibe in der runden Katze und komme in den Feueratem. Reinige nochmal. Gratinieren mögen diese Position und jetzt wechsel in die Länge. Hier atme tief ein und durch den Mund kräftig aus. Zieh dein Gesäß jetzt zurück zu den Fersen. Komm in das Kind und verschränke die Finger hinter deinem Rücken. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, senke sie. Wenn mit den Armen für dich das zu anstrengend ist, dann lass sie einfach auf dem Rücken liegen. Wichtig ist dieses tiefe Atmen. Und dann komm in die Entspannung. Auch hier wieder lass den Atem tief werden. Roll dich nun langsam auf und bring die Hände nach vorne, die Schultern über deine Hände und die Füße aufgestellt. Mit der ganz geraden Wirbelsäule hebe die Knie an und atme. Du hältst den Kopf aktiv. Der Hals ist lang. Die Knie absetzen, im Fersensitz oder Kniestand kommen und die Handgelenke lockern. Entweder du kommst in die gleiche Variante oder streckst die Beine jetzt aus, kommst in Chaturanga, das Brett. Atme tief, achte darauf, dass du im Becken gerade bleibst. Erneut Fersensitz und wieder eine Lockerung der Handgelenke. Diesmal bleiben die Handgelenke zusammen und du kreist um sie herum. Entweder du lässt die Beine ausgestreckt oder stützt ein Bein auf und kreist jetzt das Knie. Bleib im Becken gerade, egal welche Variante du gewählt hast, mit aufgelegtem Knie oder angehobenen. Atme tief ein und aus. Bring nun die Finger zusammen und lockere erneut dein Handgelenk. Wechsel nun in die Rückenlage. Stell die Beine auf. Die Hände liegen neben deinem Becken. Und abwechselnd gehst du ins Hohlkreuz und bringst den unteren Rücken auf den Boden. Einatmen, Hohlkreuz. Ausatmend, Rücken auf dem Boden oder andersherum. Nun bring beide Fußsohlen aneinander. Und mach die gleiche Bewegung des Beckens. Schaukel das Becken. Lockere den unteren Rücken und auch hier aktiviere deine Nierenenergie. Nun schmieg den unteren Rücken auf den Boden und mach mit deinen Daumen und Zeigefingern ein Dreieck. Atme bewusst in dieses Dreieck ein und aus. Nimm dein Unterleib wahr. Nimm dein Becken wahr und fülle dieses mit Atem. Stell nun die Beine auf
Packen die Hände auf die Oberschenkel, drück den unteren Rücken auf den Boden, einatmend, hebe den Kopf, löse die Hände und atme tief. Aktiviere die Bauchmuskeln und atme hinein. Dann roll dich wieder ab. Entweder du bleibst bei der Variation oder hebst jetzt die Beine an, rechter Winkel in Hüfte und Knie. Arme lösen, atmen. Kiefer entspannt, Augen entspannt, tiefer Atem. Kommst in die Rückenlage, ziehst die Beine ran. Legst die Hände ab und machst nun entweder kleine Tippbewegungen mit den Fußzehen oder mit dem ganzen Fuß oder Ferse. Spiel ein bisschen mit der Bewegung. Und dann zieh die Beine wieder ran. Gib dir einen Moment in Apanasana, dem Päckchen. Atme, genieße. Stell die Beine wieder hüftbreit, hol dir dein Kissen und leg es so auf Hüfthöhe. Rolle nochmal ganz achtsam mit dem Becken auf. Halte und leg dir dein Kissen unter dein Gesäß. Einatmen, hebe nun ein Bein nach oben und mit dem Ein- und Ausatmen das zweite Bein. Die Arme neben den Körper, Daumen und Zeigefinger berühren sich im Chin-Mudra. Der Fokus liegt jetzt auf deinem Hals, auf dein Kehlkopfzentrum. Atme dort hinein, tief ein und aus. Lass Weite entstehen. Ausatmen, stell erst ein Bein ab, dann das andere. Einatmen, heb das Becken und leg das Kissen zur Seite und roll dich nochmal zurück in die Rückenlage. Spür dich für einen Moment hier und komm dann in den Meditationssitz. Komm an und gib dir einen Moment mit aufgerichteter Wirbelsäule. Bring die Wahrnehmung entweder auf dein Herzzentrum oder auf dein Augenbrauenzentrum. Spüre, was kommt und geht. Om Namah Shivaya. 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 Schön, dass du dabei warst. Wenn du einen Wunsch hast für einen bestimmten Kurs, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.